Ja, ich bin Marcel. Ja, die meisten kennen mich vielleicht. Ja, ich bin. Wieso, ja, was soll ich sagen? Wie fange ich am besten an? Ich habe mich entschlossen, einen Podcast zu machen, also über mehrere Zyklen. Aus dem Grund, weil es in meinem Leben etwas gibt, was schwer zu greifen ist und ich will einfach nur in Erfahrung bringen, ob es da draußen noch mehr gibt. Ja, und deswegen wähle ich jetzt und diesen Weg hier und überlege, oder nicht überlege nicht, ich mache es jetzt, um euch ein bisschen daran teilhaben zu lassen. Ja, das heißt ja My Life. Also im Prinzip würde ich jetzt erstmal anfangen, mein Leben zu beschreiben, so detailreich wie es nur geht, um euch verständlich zu machen, warum und wieso ich heute hier bin und diesen Schritt gegangen bin, jetzt einen Podcast zu machen über mein Leben. Ja, genau. Deswegen, ich hoffe, es ist einigermaßen interessant für euch. Ich muss vorweg sagen, ich bin nicht wirklich der gute Erklärer und Erzähler. Es kann sein, dass ich zwischendurch ja mal hin und her springe und weil mir dann plötzlich wieder was einfällt und deswegen hoffe ich, ja, könnt mir deswegen entschuldige ich mich mal vorher schon dafür, falls ihr mir nicht folgen könnt. Und wenn das so sein sollte, könnt ihr mir gerne irgendwo in den Kommentaren dann einfach ja, einen Kommentar hinterlassen, um zu sagen, ja, das und das habt ihr nicht verstanden oder wie auch immer. Dann helfe ich euch natürlich gerne, da genaueres zu erklären und zu, ja, erläutern. Denn dieses Thema, wo ich kann jetzt noch nicht darauf eingehen, aus dem Grund, weil es einfach für viele, ja, einfach nicht glaubwürdig wäre. Also ich muss ich von null anfangen. Ja, und das ist meine Geburt im Prinzip, ja, und ich wurde 1982 geboren, bin in Rathenow, bin jetzt 37 und ja, und das heißt, ja, man hat, ja, und ich war von Anfang an immer sehr, sehr, wie soll ich sagen, schüchtern und habe mich nie getraut, irgendwie was zu sagen. Also ich war sehr introvertiert. Meine Mutter hat mir immer erzählt, sie hat mir ein Brötchen in die Hand gegeben und ich habe mich in die Ecke gesetzt und das in Ruhe alleine gegessen und ich brauchte keinen Kontakt zu anderen. Also ich war, habe mich im Prinzip, wenn man so will, selber isoliert. Unbewusst natürlich, ne? Also, aber es war aber auch nicht schlimm. Ich konnte richtig gut alleine sein mit mir. Also, das kann ich heute sogar noch, ne? Das stört mich überhaupt nicht, ne? Aber nachhinein betrachtet, also ihr braucht im Prinzip diese Informationen, die ich euch jetzt alles gebe, um vielleicht das zu verstehen, was noch kommen wird, ne? Was ihr jetzt noch nicht wisst, was ihr alles noch in meinem Kopf ist, ne? Also, und deswegen geht es jetzt weiter. Im Prinzip, das zog, ja, ich sag mal so bis meine ganze Kindheit. Ich meine, ich habe nicht in reichen Verhältnissen gelebt, ganz und gar nicht. Meine Mutter war auch teilweise langzeitarbeitslos und ja, ich habe noch zwei Brüder, zu denen habe ich heute keinen so wirklichen Kontakt, weil so das Thema Familie war bei uns nicht immer so. Oh. Also diesen typischen Familienzusammenhalt, wie man das eigentlich aus dem Bilderbuch kennt, den hatten wir halt einfach nicht, weil das, ja, ist halt einfach so, ne? Darum geht es jetzt aber auch nicht, ne? Und jedenfalls, ich habe trotzdem eine gute Kindheit gehabt, ich habe immer was zu essen gehabt, alles da, ne? Und trotzdem geht man trotzdem irgendwie selbst isoliert durch die Welt, ja. Ich wollte auch nie Kontakt zu anderen Menschen aufnehmen. Naja, ist auch egal. Jedenfalls, ich habe im Nachhinein muss ich sagen, ich bin immer auf der Suche nach etwas gewesen. Das war mir damals noch nicht so klar, ne? Da habe ich meine erste Kamera in die Hand gekriegt, habe rumexperimentiert mit den Fotos. Also das habe ich sehr schnell ad acta gelegt. Aus dem Grund, weil das wahrscheinlich noch nicht die richtige Zeit war dafür, ne? Jedenfalls bin ich dann irgendwann in die Schule gekommen, habe diese ganzen typischen 10 Jahre Hauptschule mitgemacht und hast nicht gesehen und ja, war auch nicht so der beste Schüler aus dem Grund, weil das mich auch nicht interessiert hat, so wirklich. Ich habe mich auch nicht reingehängt, weil es für mich alles nur, ja, so uninteressant irgendwie war. Das war,
wahrscheinlich zu weit weg vom normalen Leben, sage ich mal, ne? Jedenfalls war das Ende vom Lied nach der 10. Klasse, wo man einen Job suchen musste. Was willst du werden? Ja, gut, ich will, weiß ich nicht, was ich werden will. Ich habe noch nie so die Möglichkeiten gehabt, mich da irgendwie zu finden, ne? Und ja, dementsprechend bin ich dann zwangsläufig dann irgendwie nur in die Gastronomie gerutscht, aus dem Grund, weil ich natürlich schlechtere Noten hatte und Studium irgendwie nie eine Relevanz war bei mir, weil ich eh wahrscheinlich auch eher so pragmatisch veranlagt bin. Also ich kann Sachen sehen und selber gut umsetzen, schnell. Also das ist so Visualist, also ich bin ein sehr visueller Mensch, ne? Also ich nehme auch sehr viel wahr in meiner Umgebung. Also wenn im Augenwinkel da irgendwas runterfällt, das sehe ich. Also wenn, ne, und das nehme ich dann auch wahr und das habe ich auch oft genutzt, diese Fähigkeit, sage ich mal, wo anderen, was anderen scheinbar aus meiner Lebenserfahrung verborgen bleibt und blieb wahrscheinlich. Ne? Na, jedenfalls das Ende vom Lied, bin ich in der Gastronomie gelandet und ich habe meine Lehre angefangen, weil ich unbedingt weg wollte, weil mir das zu Hause die Decke auf den Kopf fiel mit meiner Mutter, mit meinem Bruder und hast du nicht gesehen. Wollte ich dann jedenfalls aus Rathenow weg und bin dann nach Niedersachsen gegangen, in Waldethell und habe dann dort meine Lehre als Koch begonnen. Ja, als Koch habe ich aber nur 3 Monate gearbeitet. Also in der Hotelbranche ist es so, wenn man eine Lehre beginnt im Hotel, dann geht man immer im 3 Wochen, 3 Monats-Rhythmus, Entschuldigung, alle Bereiche durch. Das heißt, man fängt in der Regel so mit der Küche an, das 3 Monate, dann macht man 3 Monate Service und dann macht man 3 Monate Hotel. Ja. Und irgendwann wurde ich dann, als ich alle 3 Stationen durch hatte, wurde ich dann gefragt, was mir besser gefällt. Dann waren alle der Meinung und ich selber natürlich auch, dass Service einfach mir besser liegt. Und so bin ich Hotelfachmann geworden. Ne? Also, ja. Und obwohl ich den Beruf nie mochte. Also, es gab Momente, die fand ich gut. Aber die Momente, die außer Reihe waren, wie zum Beispiel, wenn irgendwas umgestaltet werden muss, also das heißt, da muss mal irgendwo Fliesen abgeklopft werden oder so eine Geschichte, das habe ich viel lieber gemocht. Dann hatte ich immer Glück oder habe mich immer gefreut, wenn die Chefin oder was auch immer, wer auch immer, oder der Chef mich dazu verdonnert hat, da irgendwo was zu putzen draußen oder so, die Gartenanlage zu reinigen oder Fliesen abzukloppen, weil da irgendwie was angebaut werden soll oder was auch immer. Das habe ich viel lieber gemacht. Also es hat mir jede Sekunde, die ich nicht in der Gastronomie tätig war, fand ich, also in diesem Servicebereich fand ich einfach besser. Also ich weiß auch nicht. Also, ja, und das durchzog, und das stand für mich immer fest, dass Gastronomie nie das sein wird, was ich bis an mein Lebensende machen möchte und auch will. Ja, das ging nach, ja, man hat dann privat auch noch Kontakt zu Drogen gehabt. Also den ersten Kontakt war Cannabis. Alkohol ja sowieso, das ist ja Standard, das hat man ja schon im Schulalter die ersten Kontakte mit Alkohol gehabt und habe dann mit Cannabis, wie gesagt, irgendwann angefangen in der Ausbildungszeit und habe für mich dann das als ideale Droge ausgemacht. Also das war für mich die Droge, die mir am besten tat und die ich am besten fand, auch so vom Rausch her. Du, ne, bist nicht irgendwie fertig, du bist nicht unkontrolliert und diese ganzen Geschichten, ja, also das hat. Ja, und das habe ich dann auch 10 Jahre lang weiter konsumiert, aber da komme ich später zu. Im Prinzip hat man dann natürlich auch in dem Rahmen auch noch andere Kontaktdrogen bekommen oder Kontakt zu Drogen bekommen. Und auch Ecstasy, Kokain, Amphetamin. Ja, das ist so das Übliche, sage ich mal so. Ne? Habe ich noch irgendwas, was ich jetzt nicht so. Ich glaube, das war es eigentlich. Ja, gut, Pilze waren auch dabei. Aber ich sag mal, ich muss dazu sagen, ich habe das immer nur gemacht, um die Erfahrung zu erleben. Also ich wollte meinen Horizont im Prinzip eigentlich nur erweitern. Wenn ich irgendwie eine Ecstasy-Pille genommen habe, dann habe ich nur eine genommen, um einfach diesen Rausch, diese Erfahrung zu erleben. Dass du dann Lust hast, dich zu bewegen, dieses Tanzen, diese Kommunikationslust einfach. Ne? Du hast keine Angst gehabt, mit irgendjemandem zu reden. Du warst einfach freier, so vom Empfinden, so, ne? Von den Emotionen her. Und das habe ich sehr gerne gehabt, ne? Sicherlich ist das pure Chemie, ne? Aber wer weiß, was sie teilweise noch reingemischt haben. Aber so für mich alleine, langfristig, also zurückwirkend,
fand ich das immer gut. Ich habe in meinem Leben nicht viel Ecstasy konsumiert, weil, ja, weil ich weiß, es ist Chemie pur und da ist man auch in gewisser Hinsicht unkontrolliert, das in den Mundwinkel runterhängen und man kaut permanent und ich habe das einmal in einer Situation gehabt in der Diskothek, da habe ich einen Kaugummi gekauft, ein Wiggles Extra war, das weiß ich noch wie heute, ne? Ich habe den Kaugummi so lange gekaut, bis er sich im Mund verflüssigt hat. Ja, das sind so Sachen, das ist mir hängen geblieben, ne? Und ich habe auch ja, gewisse Lieder, die dann in dem Augenblick richtig gut waren und die habe ich heute noch im Kopf, ne? Also oder dass jemand eine Mineralwasserflasche, also du hast immer, ich weiß ja nicht, wie weit ihr die Erfahrung hatten mit irgendwie Drogen oder so, aber bei Ecstasy ist das so, du wirst euphorisch, ja, du wirst, kriegst den Drang, dich zu bewegen, ob du nun im Kreislauf, das spielt überhaupt keine Rolle, Hauptsache du musst den Energieüberschuss einfach loswerden, ne, weil wahrscheinlich Dopamin und Adrenalin ausgeschüttet wird und das bewegt dich einfach oder aktiviert dich zum Bewegen, ne. Ja, jedenfalls geht es dir auch gut, du bist richtig gut drauf, du kaust, also du spannst die Muskulatur im Gesicht an. Also auf jeden Fall, manche knirschen denn und ich habe dann halt, wenn ich einen Kaugummi gekaut habe, den habe ich dann stundenlang gekaut, logischerweise denn, ne? Oder du hast dann auch mal ab und zu mal getrunken. Ich habe Mineralwasser, eine kleine Mineralflasche Wasser, weiß nicht, da sind 0,33 drin gewesen. Habe ich mit Sprudeln gekauft. Die habe ich die ganze Nacht in der Hand gehalten. Ja, das Ende vom Lied, die war nachher ohne Kohlensäure und die habe ich dann, als wir nach Hause gingen, noch in der Hand gehabt. Ja. Solche Geschichten, also es ist einfach, weil man nur getanzt hat und man war in einer anderen Welt, sage ich mal. Aber es war trotzdem nicht so, dass ich das permanent haben wollte, wie manch anderer. Ne? Also ich habe Leute kennengelernt, die haben 1 bis 5 Teile gegessen, hintereinander weg, weil sie einfach, ich weiß nicht, die wollten einfach nur betäubt in der Ecke liegen wahrscheinlich. Aber sowas kann natürlich nach hinten losgehen auch, ne? Gerade bei so chemischem Zeug, ne? Ja, nichtsdestotrotz, also meine Droge war immer und ist bis heute nicht, aber ist immer Cannabis gewesen, also Gras, ne? Oder Peace, was auch immer. Oder THC, ne? Tetrahydrocannabinol, ne? Wo ich mich am besten mit gefühlt habe, ne? Und am kontrolliertsten, sage ich mal, ne? Na, ist auch egal. Jedenfalls habe ich noch eine Situation, muss ich noch erklären. In dieser Ausbildungszeit gab es eine Situation, man hat ja gewisse Leute, mit denen man so Kontakt hat dann. Und da war in diesem Waldhotel, ist ja komplett vom Wald umgeben gewesen. Da war ein Parkplatz, wo die Leute mal geparkt haben mit Familien und wie auch immer. Da waren auch Laternen standen da. Und in dem Wald um dem Hotel rum war ein Häuschen. Da waren die Wege auch ab und zu mal so vereinzelt, leicht beleuchtet, aber nur minimal. Und eines Abends wollten wir wieder ein bisschen Drogenerfahrung machen und da kam dann von meinem Kumpel, der Onkel, der hatte da irgendwie so ein kleines weißes Tütchen mit und der sagte, das ist Ecstasy, aber ich wusste es nicht, ich habe mich darauf verlassen. Ne? Die Pillen wären wohl älter gewesen, deswegen war es pulvermäßig, ich weiß bis heute nicht, was es war. Aber jedenfalls hatte dann einen Teelöffel bei gehabt, dann haben wir jeder so einen kleinen die Löffelspitze oral eingenommen und wir haben gewartet an diesem Häuschen im Wald dann so, bis es so anfängt zu wirken. Es war eine saulaue Winternacht und der Mond schien so ein bisschen. Und ja, irgendwann, als es anfängt zu wirken, wurde das immer vom Gefühl, man hat sich irgendwie immer geborgener gefühlt. Ne? Also wenn du auch so die Bäume links und rechts, es war irgendwie schön. Ich weiß auch, war zwar dunkel, aber es war schön durch das Klima wahrscheinlich. Und man hat dann, wenn man nach oben geguckt hat, dann hat man zwischen den Ästen denn so den Mondschein sehen und die Äste von dem linken Baum, von dem Weg, der links am Weg stand, und von dem Baum rechts, die Äste sind überein zusammengegangen. Man hatte dann das Gefühl gehabt, als wenn das ein Dach wäre. Also es fühlte sich wie ein Dach an. Das war auch von der Optik, das war wirklich schön anzusehen. Also wenn du dann da gelang bist, weitergegangen bist und dann der Mond zog sich immer so mit und dann schimmerte er immer zwischen den Ästen lang. Das war irgendwie, ja, irgendwie schön anzugucken, diese Strukturen von den Bäumen, so, ne? Dieses Anmutige. Du hast so ein bisschen ein Gefühl für die Natur bekommen. Also kann man ganz schlecht sagen. Ich weiß bis heute nicht, was es für eine Droge war. Ich weiß es nicht, aber das Feeling war wirklich, wirklich schön, ne? Und es ging nachher irgendwann so weit, dass wir dann umhergedallert sind. Man hat so mal abgewichen hier und da. Und irgendwann kam man dann, ich weiß nicht, was für ein Zeitraum. Also man hatte eh kein Empfinden für Zeit. Ne? Man kommt dann irgendwann auf diesen Parkplatz an, wo die Autos immer standen. Da war natürlich komplett leer.
war beleuchtet wieder schön mit, und dann fing es irgendwann an zu regnen. Es ging dann natürlich dann so weit, dass ich mir dann mein T-Shirt ausgezogen habe, ja, alles obenrum ausgezogen habe und dann einfach den Regen genossen habe, ne? Und dann habe ich rumgetanzt da, ne? Und einfach diesen Moment genossen, dieses Wohlgefühl mit der Natur, und es war einfach schön. Und das sind so Sachen, die hätte man, glaube ich, nicht im nüchternen Zustand erlebt. Deswegen glaube ich auch, dass das Drogen zwangsläufig nicht Schlechtes ist, ne? Bloß weil uns das über den Staat oder wie auch immer suggeriert wird, ja? Aber da komme ich vielleicht noch später zu. Also ich glaube auch, es hat auch einen gewissen Grund, warum es Drogen nicht legal zu kaufen gibt. Ja? Naja, aber das hat seine Gründe, die werde ich vielleicht später nochmal erwähnen. Aber im Großen und Ganzen sind das so Sachen, darum ging mir das immer, ja? Solche Erfahrungen zu machen, die man im normalen Verstand oder im normalen Welt nicht erleben würde. Ne? Das weiß, daran erinnere ich mich heute noch, wie ihr sicherlich mitbekommen habt. Ne? Ja, und jedenfalls ging es dann nach Sylt. Ja, man hat sich dann aus dem Kontakt verloren, bis auf ein, zwei Jahre. Da hatte ich dann noch relativ lange danach noch, was war ich jetzt? Nach Emsland. Ne? Dann bin ich nach Emsland, bin ich dann nach Sylt. Bin dann Hotel Atlantik hieß das eine Hotel und Hotel der Sylter Seewurf. Sind zwei Hotels gewesen, also gehörte der Reckert. Ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, mir auch ehrlich gesagt scheißegal, weil diese Person ist für mich, naja, ist auch egal. Ja, ich bin dort damals hin, hatte ich Glück, warum auch immer. Weil es hieß immer in der Gastronomie-Szene, ja, Sylt, da muss man mal gewesen sein, weil das ist die Insel der Schönen und Reichen und hast du nicht gesehen. Ja, gut, dann empfand ich das damals als Glück, dass ich dorthin kam. Noch die Chance bekam, dort zu arbeiten, habe dann als Hotelfachmann dort angefangen. Und also im Prinzip nur gekellnert. Ja, das heißt zwar Hotelfachmann, aber man kellnert in der Regel nur. Ja, das ging nachher so weit, dass ich dann da irgendwie auch an dem Tresen musste, Cocktails machen und diese ganzen Scheiß, was ich im Nachhinein überhaupt nicht mochte ich damals schon nicht. Aber naja, ich habe es gemacht, weil die Chefs es wollten. Ne? Gut, ja, habe es für mein bestes Können dann halt umgesetzt. Ja, und es ging halt natürlich so weit, dass ich dann gefragt wurde vom Hoteldirektor, so ein schmieriger, dicker, großer, der war bestimmt 1,90 oder so. Der hat mich dann gefragt, ob ich denn auch Nachtportier machen wollte. Ich würde natürlich dann auch ein bisschen mehr Geld bekommen. Ja, ich glaube, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, waren es 1,4 oder so. Hab den Nachtportier gemacht. Das heißt, ich habe ja um 18 angefangen bis morgens um 6 dann, ne? Konnte zwar im Nachtportier auch schlafen, aber das hat man meistens nicht gemacht, so wirklich. Ne? Gut, es gab mal nicht, da hat man es gemacht, aber meistens halt nicht. Gut, ich bin dann immer in den Pool nachts, also die hatten da so ein Schwimmbad im Prinzip. Da habe ich in die Kamera abgehängt, bin dann nackig da duschen gegangen, schwimmen gegangen. Und habe mir auch ab und zu in der Küche dann irgendwie ein Steak ge gebraten oder so. Ne? Aus Langeweile einfach, weil, ja, ich fand, das kann man ruhig mal machen. Ne? Weil man wusste ja auch irgendwie, oh, man hat es gespürt, dass man eh abgezockt wird. Für mich war es trotzdem viel Geld damals, deswegen habe ich das nicht weiter in Frage gestellt. Aber jetziger Zurücksicht, würde ich sagen, das würde ich heute nicht mehr machen. Also, aber ich war halt jung. Wie soll ich sagen? Da muss man halt durch. Und ja, wie gesagt, da war ich jetzt ein Jahr. Und das ging nachher so weit, dass ich nachher unliebsam von dieser Insel entfernt wurde, sage ich mal. Also ich musste von heute auf morgen. Na, ich muss noch einmal einen Schritt zurück. Da ich am Tresen gearbeitet habe, als Kellner oder als Barkeeper oder wie auch immer man das nennen will, da kam dann eines Abends dann die Chefin oder nachmittags, da kam dann die Reckert. Mit der hatte ich vorher nie Kontakt, die hat mich nicht eingestellt oder wie auch immer. Da habe ich sie jetzt erst einmal persönlich gesehen und kennengelernt. Also, ich habe mit ihr kaum geredet, sie hat mit mir kaum geredet. Ich habe das Gefühl, sie hat mich einfach nur beobachtet und abgescannt, um zu sehen, wer ich wirklich bin oder so, ne? Keine Ahnung. Jedenfalls ja, ist sie dann irgendwann verschwunden und ja, das war der einzige Kontakt, den ich zu der Reckert hatte. Naja, das Fazit war irgendwann, ich weiß nicht, einen Monat später, 2 Monaten, ich kann es zeitmäßig eh nicht mehr so genau wiedergeben, musste ich dann von dieser Insel verschwinden. Das heißt, ich musste von heute auf morgen dort weg, weil erstmal der Vertrag auch zu Ende war, dass mein Jahr zu Ende ja, ausgelaufen war und die mich dann einfach los wollten, obwohl ich ja hätte noch wohnen dürfen. Die hatten einen Wohnvertrag gemacht oder irgendwie was war da. Ich weiß nicht mehr, warum ich das wusste. Jedenfalls wollten die mich unbedingt. Ich habe mir mit dem Hoteldirektor versucht, da irgendwie noch ein, 2 Nächte zu sein oder eine Woche hätte ich, glaube ich, noch gedurft. Da habe ich gesagt, nein, sofort.
Gut, ich hatte Glück, dass ich mich damals mit einem Küchenchef gut verstanden habe. Der wohnte auf Nybühl damaliger Zeit, also der letzte Ort auf dem Festland, bevor man nach Sylt mit der Bahn fährt. Der hat dort gewohnt in Nybühl. Und mit dem habe ich mich gut verstanden und hatte halt auch in der Zeit noch Kontakt und der hatte mich dann im Prinzip aufgenommen. Zudem konnte ich dann von heute auf morgen, über Nacht, so gesehen, hatte mir dabei geholfen, mein ganzes Hab und Gut von dieser Insel aufs Festland zu kriegen, ja. Und da bin ich ihm heute noch für dankbar, weil hätte ich den nicht gehabt, dann hätte ich nicht gewusst, was ich hätte machen müssen, ne? Oder machen sollen, ne? Ja, so das war, ach so, was ich überhaupt erzählen wollte noch, unabhängig davon, wie ich jetzt von der Insel kam, als ich in diesem Zeitraum, als ich auf der Insel gewesen bin, ne, das muss ich auf jeden Fall sagen, ne, was da, weil ich gesagt habe, also ich habe schon immer das Gefühl gehabt, in dieser kurzen Zeit auch schon, ja, dass die Welt, in der ich bin, einfach nur schlecht ist. Alles, was mit den Menschen zu tun hat, ist von Grund auf schlecht. Ja, sicherlich gibt es schöne Sonnenaufgänge und hast du nicht gesehen. Es gibt schöne Katzenwelpen oder Hundewelpen und süße Katzenbabys und Sonnenuntergänge. Gibt es wirklich schöne, bildschöne Sachen? Es gibt Waldstücke, die Bäume, ne, wenn Morgentau und das riecht so schön im Wald und Pilze und es gibt schöne Momente, aber nur in der Natur. Aber alles, was der Mensch mit den Menschen zu tun hatte, mochte ich immer nicht. Also es war für mich alles immer so, ja, ich habe mich immer so in einer falschen Welt gefühlt. Ich kann das gar nicht beurteilen, also so genau wiedergeben. Ich habe das alles nicht gemocht und deswegen habe ich mich auch gerne zurückgezogen und habe immer in den Menschen was Schlechtes gesehen, auch immer. Ne? Ich war auch immer bis, sag ich mal, vielleicht bis vor 10 Jahren, war ich immer der Meinung, hätte mich meine Mutter, ja, vor meiner Geburt gefragt, ob ich auf diese Welt kommen möchte, hätte ich immer mit Nein geantwortet. Ja, ich weiß nicht, das war bei mir immer, weil ich habe es gehasst. Also alles, was die Menschen so machen, dieses ganze Chaos, diese Kriege, wie sie mit der Natur umgehen, das habe ich alles gehasst, dass sie das tun. Und deswegen mochte ich den Menschen nicht. Deswegen war auch lange mein Satz, ich mag keine Menschen. Pflanzen sind okay, Steine sind gut, ne? Das ist so, weiß auch nicht, also. Und ich war immer auf der Suche nach irgendwas, wusste aber nie bis heute was, ne? Ja, jedenfalls bin ich dann halt irgendwann, ja, auf Sylt, genau, da gibt es ja auch Ebbe und Flut, weil es in der Nordsee liegt, weiß ja jeder von euch, denke ich, ne? Und die Westseite ist immer der Huibubu, der schöne Strand gewesen für die ganzen Touris, wo alles schön gemacht wurde, der Sand, wo immer ein Holländer mit dem Schiff kam. Entschuldigung. Wo immer der Holländer kam mit einem Schiff, der immer den Sand, der immer weggespült wird durch diese Gezeiten, immer wieder einmal in der Saison oder zweimal in der Saison, Anfang und nach der Saison, glaube ich, immer auf den Sand zurückgespült hat. Also über so ein Leitsystem hat vom Boden aufgesaugt den Sand und dann auf die Erde, auf die Insel gesprüht, so, ne? Über so eine Fontäne halt, ne? Das war der Weststrand. Der wurde immer für die Touristen wunderschön aufgeräumt und schön gemacht. So, dann gab es auch noch die Ostseite. Das ist im Prinzip der Bereich, der immer zum Festland ist. Ebbe und Flut hast du ein bisschen beim Weststrand gesehen, aber am meisten auf der Ostseite. Da war komplett die Verbindung denn gegeben zum Festland, wenn die Ebbe ist, ne? Das, was mir mal aufgefallen war, wenn die Ebbe war und dieser, ja, das ist ja kein Wattenmeer mehr gewesen, das ist ja hier mittlerweile ja schon nicht mehr fest. Also ich kann mich erinnern, als wir zur Schulzeit irgendwann mal in der Nordsee auf dem Wattenmeer waren, da konnte man rübergehen, ohne dass man da in Schlamm eingesunken ist. Da hatte man nur noch seine Fußabdrücke. Ne? Jetzt ist es ja nur noch Schlamm und stinkt. Und das habe ich auch auf Sylt erfahren. Immer wenn die Ebbe war und der Wind ungünstig stand, dann zog ein ekliger, so leicht, ja, war das faulig? Ich würde eher so wie umgekipptes Wasser roch das nennen. So, ne? Und so nach Fisch, so eine Mischung aus Kranken. Ich habe immer gesagt, das Meer riecht krank. Ne? Und das habe ich immer wahrgenommen. Das hat mich so abgefuckt irgendwie. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, ich war der Einzige, der das wahrgenommen hat. Naja. Und irgendwann, wenn man mal zu dieser Ebbezeit spazieren gewesen war oder warum auch immer man da so lang gegangen ist und hat den Bereich gesehen zwischen Festland und Insel, da hat man den ganzen Unrat gesehen. So Geröll, Bauschutt. Alles so nach dem Motto, ich schütte das dahin, weil außen Augen, außen Sinn. Das hat mich, das fand ich immer sehr richtig,
Ja, das hat mich immer so ein bisschen down gemacht, ne? Weil ich das einfach nicht verstehen konnte. Wieso macht der Mensch so etwas? Der hat eigentlich so ein schönes Fleckchen Natur und behandelt das so mies. Also das war für mich immer gruselig, ne? Naja, gut. Das wollte ich noch sagen. Und dann bin ich, wie gesagt, durch den Koch halt von der Insel runtergekommen. Bin auch ein paar Monate bei denen untergekommen. Und ja. Und dann stand für mich ja im Prinzip der Entschluss fest, dass ich dann nach Köln gehe. Ich hatte noch aus der Lehrzeit ja Kontakt zu ein, zwei, die auch in dem Hotel, wo ich gelernt haben. Mit denen hatte ich Kontakt und die haben mich dann gesagt, komm doch nach Köln, versuch's doch, dich hält ja nichts oder wie auch immer. Da habe ich gesagt, okay, mach's das. Bin ich bei denen untergekommen, zu denen ich noch Kontakt hatte. Und genau, das ging nachher so weit, dass ich dann Arbeit gefunden hatte in einem Wirtshaus Spitz, hieß es. Und die haben mich dann aufgenommen. Hat mir am Anfang sehr viel Spaß gemacht, auch so mit den Leuten und wurde auch gut aufgenommen. Und nach wurde die Situation immer schlimmer, dass ich dann nachher nicht, erst durfte ich alles essen, was ich wollte und dann nachher gar nichts mehr. Und obwohl, dann kam der komische Chef, der war so ein typischer, weiß ich auch, 1,80, 1,90 so. So eine Schnöselbrille, hat immer einen Kaschmirschal getragen und immer so einen Stummel Zigarre in der Hand gehabt und den immer geraucht, ne? So ein Alter, weiß ich nicht, keine Ahnung, 60, 70 war der, keine Ahnung. Und der wurde nachher immer irgendwie, ja, so wie so ein Wessi im Prinzip. Der wurde immer gemeiner auch zu mir und hatten mir aber trotzdem zwischendurch dann irgendwie bei denen im Haus da irgendwie eine Wohnung angeboten, weil ich auch unbedingt raus musste aus. Von den Kollegen, die mich da aufgenommen haben, weil ich da auch schon 3 Monate untergebracht wurde oder untergebracht war. Und da habe ich natürlich das angenommen. Im Nachhinein war es natürlich kacke. Was habe ich damals verdient? Ich glaube, ich habe 700, 800 Euro. Das war schon 2000er Zeit. Habe ich 800 Euro verdient oder was? Und davon habe ich dann noch Miete bezahlt bei denen, weil ich bei denen im Haus gewohnt habe, ne? Für mich kam das natürlich alles gelegen damals, ne? Aber wie das halt so war, ne? Und bis ich dann irgendwann eine eigene Wohnung fand. Und die dann spartanisch eingerichtet wurde mit einer Matratze, auf der ich dann geschlafen habe und ja, nicht viel, was da drin war. Genau, und das war so, ja, im Prinzip, ich habe mir so einen kleinen Grill, hatte ich mir mal gekauft und mir ging es finanziell nachher wirklich, wirklich, wirklich mies. Ja, ja, das ging nachher so weit, dass ich am Anfang habe ich mir mal die XXL-Döner gekauft, Anfang der Monat, weil ich auch wahrscheinlich nicht mit Geld umgehen konnte. Und am Ende des Monats, wenn es in den letzten ein, 2 Wochen ging, habe ich mir dann immer ein Toastbrot gekauft und so diese Kringel-Geflügel-Wurst und einen Brie-Käse und habe mir die immer aufeinander gelegt und dann überbacken da drin in diesem Ofen. Das habe ich permanent nur gegessen. Es gab auch mal Nächte oder Tage, da habe ich gar nichts gegessen. Weil ich kein Geld hatte, ja, und dadurch habe ich die Erfahrung gemacht, wenn man Hunger hat und ins Bett geht und schläft, man wacht ohne Hunger wieder auf. Also die Erfahrung durfte ich dann machen, ne? Ob das jetzt nun gut ist, weiß ich nicht, aber deswegen weiß ich, man kann auch Hunger überstehen, ne? Deswegen ist Hunger nicht das Schlimmste, ne? Auch wenn man dadurch schlecht drauf wird. Naja, nichtsdestotrotz, ja. Da habe ich auch dann meine ersten richtigen Männererfahrungen gemacht, also dass ich mich mit Männern getroffen habe und das so ein bisschen ausgelegt habe, sexuell so gesehen. Ne? Also, das ist ja, Köln war ja die Hochburg dafür und kam mir auch ein bisschen gelegen, so als Zeitvertreib, wenn man das so sagen darf. Naja, gut, ist halt so. Ne? Ja, und irgendwie ging das nachher weiter. Ja, genau, meine Mutter ist in der Zeit. In diesem Zyklus, als ich jetzt auch auf Sylt gewesen bin und dann nach Köln gerutscht bin, ist meine Mutter dann auch aus Rathenow weggegangen, hat dann jemanden kennengelernt, ist nach Waren an der Müritz gekommen. Und mit der hatte ich regelmäßig Kontakt, relativ oft, ja. Und sie hatte gesagt, ja, wenn es dir nicht gut geht, dann kommst du nach Waren. Weil sie hat dann bei dem Mann da damals in einem Haus gewohnt und hätte auf jeden Fall Platz gehabt, mich dort unterzubringen. Gut, das wusste ich natürlich. Ich habe natürlich nicht gleich Ja gesagt. Ich habe natürlich gesagt, lass mich das noch einen Monat probieren und immer so weiter. Und bis ich dann wirklich selber für mich an den Punkt gekommen bin, dass ich sage, es geht nicht mehr, ich überstehe das nicht. Auch rein wirtschaftlich einfach nicht. Ne?
Und natürlich immer mit dem Hintergrund, ich weiß, wie es weitergeht, ne? Aber ich kann sagen, ich habe es versucht und es hat nicht funktioniert. Ja, und so bin ich dann nach Waren an die Müritz gegangen. Meine Mutter hat mich dann aufgenommen, hat mir geholfen, die Sachen aus Köln dann nach Waren zu bringen. Ja, so, ich würde erstmal sagen, ich will euch nicht überstrapazieren. Ich höre jetzt mal damit auf. Beim nächsten geht es dann in Waren weiter. Und ja, dann sage ich erstmal Tschüss und gehabt euch wohl. Ich hoffe, euch gefällt das und es ist spannend für euch. Ich kann das natürlich nicht einschätzen, wenn ihr jetzt das hört, ob es für euch interessant ist. Ihr könnt mir ja mal ein paar Infos denn da lassen und damit ich weiß, ob es sich lohnt, weiterzumachen. Weil für mich ich würde auf jeden Fall eh weitermachen. Ja, es ist Quatsch, was ich gesagt habe. Also ich würde auf jeden Fall eh weitermachen aus dem Grund, weil für mich ist das jetzt hier nur Vorgeplänkel, weil das kommt noch zu was ganz Großen. Also für mich ist es was Großes. Ich weiß es nicht, wie weit ich euch damit mit hinnehmen kann. Also das wird sich dann ja rausstellen. So, deswegen sage ich jetzt nochmal, gehabt euch wohl und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ja, und würde mich freuen, wenn ihr dann wieder mal einschaltet. Ne? Bis dann. Ciao.